Burgenland begrüßen. Wir wissen, dass die Erde unser Zuhause ist. Wir fühlen uns wohl auf ihr, aber wir ahnen gleichzeitig, dass es noch andere Welten dort draußen im All gibt. Diese Ahnung weckt unsere Neugierde und setzt unsere Fantasie in Gang. So philosophieren die Mäuse in einem Frühwerk Erwin Mosers, und zwar in dem Buch Der Mond hinter den Scheunen. Wissen Sie, was ein Mehlkäfer denkt und fühlt? Erwin Moser weiß es, weil er die Memoiren eines Mehlkäfers in Burgenland aufgeschrieben hat. Ich bin doch wirklich der einsamste, unglücklichste und verlassenste Mehlkäfer der Welt. Was für ein Gefühlsausbruch. Doch gleich kommt hinterher, doch halt. Selbstmitleid war ihr Fehl am Platz. Ich versuchte, meine Gefühle unter Kontrolle zu bringen und zwang mich zu logischem Denken. Das ist auch Erwin Mosers Blick auf und in die Welt. In seinen Büchern wird alles positiv. Seine Romane, ebenso viele seiner Geschichten, vermitteln Lebensphilosophie. Einer, auch wenn es nur ein Mehlkäfer ist, denkt über alles und jedes nach, was eben unser Leben ausmacht. Freundschaft, Friede, Liebe, Tod und wie etwas möglich wird, was eigentlich unmöglich scheint. Es sind Kinderbücher auf den ersten Blick, aber auch Erwachsene können eine Menge daraus lernen, wenn zum Beispiel Familie Maus friedlich unter einem Dach mit dem Kater lebt. Für Kinder sind es lustige Bilder, für Erwachsene aber Metaphern, dass es, wenn man will, überall ein friedliches Miteinander geben kann. Entdecken Sie, liebes Publikum, noch viele solcher Metaphern in Erwin Mosers Bildern. Für Kinder wurde auch eine Mitmachführung konzipiert zur Ausstellung von unserer Kulturvermittlerin Ilse Platzer. Und für 3 bis 7 Jahre wird die Geschichte des Bade-Wannen-Dampf-Schlitten-Taxis lebendig. Diese lustige Spielgeschichte sollte man nicht versäumen. Ich freue mich ganz besonders, dass Frau Moser heute zu uns gekommen ist. Sie haben sich ja schon tatkräftig gemeinsam mit der Kuratorin Magister Margit Fröhlich in die Ausstellung eingebracht, die Objekte ausgewählt und bei der Vorbereitung der Ausstellung tatkräftig mitgeholfen. Herzlich willkommen und ein herzliches Dankeschön dafür. Geschäftsführerin des Instituts für Jugendliteratur. Ihre Ausführungen werden wir später noch hören. Die musikalische Umrahmung, worauf wir schon eingestimmt wurden in die Ausstellung, ist abgestimmt auf die fantastischen Bildgeschichten und wird gestaltet von Vincenta Prüger, Studierende am Josef-Haydn-Konservatorium in Eisenstadt. Sie wird uns passende Flötenstücke vortragen und sie wird sie dann auch selber ansagen. Für die Kuratierung danke ich meiner Kollegin Magister Margit Fröhlich. Für den Ausstellungsaufbau danke ich meinen Kollegen Peter Schumich und Janik Karlich, die geduldig, gewissenhaft und routiniert wie immer die Objekte montiert und diese auch ins rechte Licht gerückt haben. Herzliches Dankeschön. Ich glaube, Sie sind aber nicht da. Ja, Ihnen, geschätztes Publikum, wünsche ich viel Freude beim Betrachten der Bilder. Tauchen Sie ein in Erwin Mosers fantastische Bilderwelt. Und jetzt hören wir noch ein Musikstück. Komponiert wurde die Melodie von Thomas Johnston, der in Dublin lebt und wirkt.
einem afrikanischen Springbock und einem Gemshorn. Und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und bitte entschuldigen Sie mich.
es ist schwierig für mich. Ja, mehr kann ich Ihnen heute nicht sagen. Herzlichen Dank. Welche Bücher Kinder mögen, bestimmt ganze Lebensphasen von Kindern. Und Erwin Mosers Mäuse, Didi und Manuel haben schon in unseren Kinderzimmern gewohnt, in dem von Paula und dem von Vicky. Deshalb freut es mich wirklich sehr, dass es zu dieser Ausstellung gekommen ist. Und als ich im Vorjahr bei Erwin und Ruth Rosa angefragt habe, ob sie sich vorstellen könnten, diese wunderbaren Arbeiten in Eisenstadt zu zeigen, hat Erwin Moser zu dieser Ausstellung zugestimmt. An dieser Stelle möchte auch ich mich sehr herzlich bei Ruth Rosa bedanken. Ohne ihr Bemühen, ohne ihr Zutun, ohne ihr Engagement wäre diese Ausstellung nicht zustande gekommen. Sie hat nun die verantwortungsvolle Aufgabe, die Arbeit im Sinn von Erwin Moser weiterzuführen. Und das macht sie mit großer Professionalität und vor allem mit sehr, sehr viel Herzblut. Ruth Moser hat vor allem in den vergangenen Jahren, als Erwin Moser krankheitsbedingt eingeschränkter arbeiten konnte, wesentlich dazu beigetragen und kennt jedes Blatt, das jedes für sich ein einzigartiges, ein fantastisches und das im doppelten Wortsinn ein Meisterwerk ist. Erwin Moser ist nicht nur einer der ganz Großen des Burgenlandes, sondern Erwin Moser zählt zu den Großen der deutschsprachigen und internationalen Kinderliteratur. Seine Werke werden in über 20 Sprachen übersetzt. Erwin Moser ist schon in der Schule in Wolfs als begabter Zeichner aufgefallen. Und mit dem Schreiben fing er noch während der Hauptschulzeit an. All die Dinge in seinen Zeichnungen und Geschichten, all das, was seine Fantasie so beflügelt hat, kommt aus dem Erfahrungsschatz seiner Kindheit. Und dass dieser sehr reich, groß gewesen sein muss, kann man sich sehr lebhaft vorstellen, wenn man das Buch Jenseits der großen Sümpfe, eine Sommergeschichte, liest. Eine Kindheit aus vergangenen Tagen, mit Käfersammeln, in leeren Einmachgläsern, Comichefte lesen am überhitzten Dachboden und einer kleinen Hütte im Schilf. Erwin Moser war schon als Kind ein stiller Beobachter und hielt seine Beobachtungen in kleinen Zeichnungen später dann während der Hauptschulzeit in Gedichten, Balladen, Kurzgeschichten und Abenteuergeschichten fest. Nach seiner Hauptschulzeit begann Erwin Moser eine Schriftsetzerlehre in Wien, begann sich intensiv für Kunst zu interessieren und zeichnete sehr viel. In diesen Jahren entstand eine Reihe von Arbeiten, die an die Zeichnungen und Bilder mit fantastischen Traumvisionen von Alfred Kubin erinnern und die auch Anklänge des fantastischen Realismus von Ernst Fuchs zu finden sind. Diese Arbeiten, vielleicht haben Sie sie schon gesehen, sind im hinteren Bereich der Ausstellung zu sehen. Und sie zeigen auch, dass der junge Erwin Moser bereits mit 17, 18 Jahren schon sehr großes zeichnerisches Talent hatte. Im hinteren Bereich sind aber nicht nur diese Arbeiten zu sehen, sondern auch Aquarelle, die das Burgenland mit seinen Einzigartigkeiten zeigen. Diese Aquarelle sind eine Liebeserklärung an seine Heimatgemeinde Golz und an das Burgenland. Das Burgenland, das sind für Erwin Moser Kuckucksschabacken, die Sommerküche, das sind Gelsen, das sind verschlafene Dorfstraßen am Sonntag. Das Burgenland sind für ihn Vogelscheuchen, der Geruch eines Sommergewitters. Ich könnte diese Liste, seine Liste, noch weiter fortsetzen. All das ist in seine Geschichten und Bilder eingeflossen. In den folgenden 30 Jahren veröffentlichte Erwin Moser als Autor, Zeichner und Kinderbuchillustrator eine Vielzahl von Bilder- und Kinderbüchern und
gehört heute zu den Großen der deutschsprachigen und internationalen Kinderliteratur. Die burgenländische Landesgalerie zeigt erstmalig das Gesamtwerk von Erwin Moser in Eisenstadt. Die Ausstellung zeigt neben den weniger bekannten burgenländischen Landschaftsbildern und frühen Arbeiten in diesem Raum, wo wir jetzt sind, Illustrationen aus zahlreichen Kinder- und Jugendbüchern. Wenn Sie sich umsehen, sehen Sie seine fantasievoll gezeichneten Illustrationen, die nicht nur von besonderer zeichnerischer Qualität sind, sondern von außerordentlicher Warmherzigkeit und Fantasie. Mich hat von Anfang an fasziniert, wie Erwin Moser den Dingen Luft und Glück beschert, so den Tieren, den Steinen, Wind, Nacht und Himmelspiel gibt. Alles kommt zur Sprache, auch ein angebissener Apfel. Genau das macht den Erwin Moser aus, brachte es der deutsche Verleger Hans-Joachim Gelberg bei einer Rede anlässlich der Eröffnung des Erwin-Moser-Museums 2014 auf den Punkt. In der Welt des Erwin-Moser ist alles besät und mit Leben erfüllt und eingebettet in Geborgenheit. Und wird es einmal doch etwas knifflig, macht sich das etwa eine Küchenuhr mit dem Widersacher der dicken Hummel schon aus und alles fügt sich zum Schluss zum Guten. Die jungen Leserinnen und Leser können in den Büchern von Erwin Moser darauf vertrauen, dass sich auch in oft ausweglos scheinenden Situationen alles zum Guten wendet. Mit Witz und Klugheit kommt man eben weiter als mit Selbstmitleid oder gar Boshaftigkeit. Erwin Mosers Geschichten und vor allem seine Zeichnungen vermitteln seine Lebensphilosophie. In den Zeichnungen und Illustrationen wird seine Haltung lebendig. Es entsteht ein visuelles Sprachvokabular, das sich Kindern und gleichermaßen wie Erwachsenen öffnet. Die dabei entstehenden Bilderwelten sind mehr als eine Abbildung der Welt. Seine Haltung ist geprägt von großer Menschlichkeit und großem Respekt gegenüber Pflanzen und Tieren, egal ob groß oder klein. Die Lebensphilosophie von Erwin Moser wird jetzt seinen Figuren lebendig. Sein Werk wurde vielfach gewürdigt und er erhielt zahlreiche Kinder- und Jugendbuchpreise, wie etwa den Rattenfänger Literaturpreis für sein Werk Der Rabe Alfons. Seit 2012 ist er Träger des goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien und 2013 erhielt er auch den Kulturpreis des Landes Burgenland. Anlässlich seines 60. Geburtstags wurde in seiner Heimatgemeinde Golz im Weinkulturhaus ein Erwin-Moser-Museum eingerichtet, in dem Kinderbuchillustrationen und Manuskripte aus seinen Werken zu sehen sind. Abschließend bedanke ich mich für die wunderbare Zusammenarbeit mit Ruth Moser. Es waren sehr schöne Wochen mit dir, in denen wir gemeinsam an der Ausstellung gearbeitet haben und in denen ich so viel über Erwin Moser erfahren durfte. Ich danke dir, liebe Ruth, für deine wohlwollende, konstruktive Art und deine Freundschaft. Zwei Sätze noch zur Ausstellung. Wenn Sie sich umgesehen haben, haben Sie vielleicht festgestellt, dass die Bilder ein bisschen tiefer hängen als gewohnt. Das ist natürlich deshalb so, dass wir uns auch sehr freuen, wenn sehr viele junge Besucherinnen und Besucher zu uns kommen. Und die tun sich dann natürlich etwas leichter, wenn sie nicht so hoch aufschauen müssen. Für Kinder gibt es auch ein ganz tolles Begleitprogramm zur Ausstellung mit dem Programm ins Badewannen, Dampfschlitten, Taxi. Therese und ich haben das heute schon vorher geübt, von denen unsere Museumspädagoginnen dann eine Führung machen werden. Also bitte auch an Kindergärten, Volksschulen und auch an Familien weitersagen. Und damit ich nicht vergesse, es gibt auch einen wunderbaren Katalog zur Ausstellung, der ist um 5 Euro vorne beim Büchertisch zu erwerben. Und natürlich nicht zu vergessen, möchte ich auf den Büchertisch aufmerksam machen. Bitte blättern Sie durch, würde uns sehr freuen. Nun habe ich das Wort an Magister Karin Haller, der Geschäftsführerin des Instituts für Jugendliteratur, übergeben. Vorher, glaube ich, werden